hereinspaziert in die Vorpremiere von Urmel aus dem Eis des Landestheaters Niederbayern. Kinder verschiedener Schulen waren am Donnerstag zu Gast im Landshuter Theaterzelt. Hat das Kindermusical von Frank Pinkus nach Max Kruse die Feuertaufe bestanden? Ich glaube, das ist ganz gut angekommen. Die Kinder haben mitgemacht, waren aufmerksam bis zum Schluss. Und das ist bei einer relativ komplexen Geschichte ja nicht so ohne. Also das war ganz gut. Die Geschichte spielt auf der Insel Titiwu. Dort bringt Professor Haber Cook Tibatong Tieren das Sprechen bei. Allerdings hapert es hier und da noch. Der Pinguin Ping hat Probleme mit dem SCH. Der Waran Wawa lispelt und der Seeelefant Seelefant kennt nur einen Vokal, eine Mischung aus Ö und Ä. Hier sei an die weit über die Kinderbuchreihe bekannte Mupfel erinnert. Für die Schauspieler eine Herausforderung. Ja, das ist wie eine Fremdsprache. Das haben wir gemerkt bei den Proben. Das ist gar nicht so einfach. Ja, das haben die richtig trainiert. Das haben die richtig gelernt. Ja, das Pf statt Sch und S statt Sch und umgekehrt. Das ist nicht so einfach. Aber auch das Stück an sich hat etliche hintersinnige Versprecher und Wortspiele zu bieten. Beispielsweise die Flaschenpost an Tengelmann, Museumsdirektor Zwängelmann. Naja, das bietet sich ja zurzeit gerade an. Ja, nein, natürlich haben wir dann bei den Proben im Sinne des Stückes, im Sinne des Textes irgendwie natürlich noch was dazu erfunden. Natürlich, klar. Zu kompliziert wird es trotzdem nicht. Tolle Musikstücke sorgen für Abwechslung bei den Kindern. Unter den Schauspielern einige Gesangstalente. Guten Morgen, Titiwu, unser Tag fängt mit Spannung an. Das ist eine situative Gesangssituation. Das heißt, man ist in einer bestimmten Situation und dann singt man ein Lied. Das ist nicht so wie in der Oper oder sowas, sondern das ist halt wie in einem Musical oder wie in einem Schauspiel. So. Und natürlich haben wir da sehr, sehr viel geübt, weil die Musik ist nicht so einfach. Das ist eine wunderschöne Musik geworden, die der Peter Wesenauer komponiert hat und die der Bernd dann arrangiert hat und die Playbacks gemacht hat. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön geworden. Aber auch passende Soundeffekte, die Videowall im Hintergrund und Südseemotive auf sämtlichen Requisiten zeigen, wie viel Mühe die Crew in den 1 Stunde 20 Minuten dauernden Kinderklassiker gesteckt hat. Ein Problem waren die wechselnden Schauplätze. Wir haben da lange drüber nachgedacht, wie wir das lösen, weil wir haben ja keine Zaubermaschine hier im Zelt. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir in einen Steher, nennen wir das am Theater, also ein Bühnenbild, was sich nicht durch Maschinenzüge und Versenkungen oder sowas ändern kann, all diese Orte in einem Bild vereinen. Und irgendwann mal sind wir auf das Schwimmbad gekommen und der Philipp Kiefer, der die Ausstattung gemacht hat, der hat das wunderbar dann zusammenkomponiert, sodass wir in einem alten Schwimmbad, so wie man das kennt, mit einer Südseeinsel im Hintergrund, wie ein TUI-Ferienresort, das irgendwie aufgelassen wurde, dass da sich irgendwie diese Mannschaft, diese Tierschaft versammelt hat und die Schule aufgemacht hat. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Ein großer Eisberg wird am Strand angespült, in dem sich ein riesiges Ei verbirgt. Es wurde von einem Dinosaurier gelegt und hat die Zeiten im Eis überdauert. Aus diesem Ei schlüpft nun das Urmel. Eine Sensation, König Pumpernickel rückt an, um das Urmel zu fangen. Und eine abenteuerliche Jagd über die Insel beginnt. Ich denke, für Kinder ab 2 oder so 3 geht das wunderbar. Da ist für alle was dabei. Aber das, auch Kinder mit 99 oder 110 können da kommen. Ja, also auch für Erwachsene ist das durchaus tauglich. Also da sind für alle Altersgruppen was dabei. Wer sich das bunte Spektakel nicht entgehen lassen will, am Sonntag, den 27.11. hat das Stück in Landshut offiziell Premiere. Schulvorstellungen gibt es noch einmal von 28.11. bis 2.12. und von 19. bis 22. Dezember. Ein Ausflug auf Professor Tibatongs Tierinsel lohnt sich auf jeden Fall.